So Leute, da bin ich wieder und weiter geht's mit der Meister der Liebe. Ja, ich habe jetzt gestern Abend dann doch nicht mehr weitergespielt, weil meine Platte war zwischendurch voll und hatte dann auch nicht mehr so die Lust. Wer sich jetzt noch erinnert, wir haben jetzt gerade das Horn gefunden und müssten jetzt mal wieder zurück, weil wir haben ja jetzt noch ein paar andere Sachen, die wir stehlen müssen. Einmal die Seele des Mystikers. Ja. Und noch ein Edelstein. Ja, und ich muss auch noch ein bisschen was klauen. So. Ich sagte ja schon, wir hatten da eben diesen einen Raum mit diesem komischen Affenschädel da. Der da in der Wand ist, der da so komisch gesprochen hat mit so tiefer Stimme. Da müssen wir nochmal hin. Ja, ich fliege hier nur runter. Ich bin nur am Überlegen, wie man jetzt hier am besten von der Leiter springt. Aber das habe ich jetzt gar nicht so drauf. Ach, die Steuerung ist ein bisschen blöd gerade. Jetzt komm! Scheiße, was ist denn das? Hält er sich nicht fest? Ach, ich weiß, was ich mache. Oh, ich springe einfach mal auf die Ecke hier. Müsste auch gehen. Ha. Ohne was an Leben zu verlieren. So. Ah, scheiße. Nee, jetzt werde ich nicht nach jedem Sprung speichern. Ist ja doch eigentlich noch relativ simpel. Ach, aber jetzt speichere ich mal. So, da sind wir eben rein. Scheißviecher. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen uns umgucken. Habe ich eigentlich einen Seilfall? Ah, ich habe einen Feuerfall. Seilfall, doch, ich habe einen. Ich habe ihn doch gar nicht mitgenommen. Aber egal, erstmal. Ach, wo ging es nochmal zurück? Mensch. Oh, Scheißviecher. Ach genau, hier war so ein Loch. Oder sind wir hierher gekommen? Ach ja. Ich mit meinem Orientierungssinn. Nee, sind wir nicht. Nein, hier sind wir. Ach, hey, wieder so eine Scheißstelle. Ja genau, hier war das mit dem Blitzen. Oder was auch immer das darstellen soll. Was habe ich jetzt getroffen? Nein. Hat mich das Ding getroffen. Nee, das. Ich kann doch auch einfach hierher.
kann ich jetzt bloß. Also hier unten war man ja, haben wir ja schon eingesackt. Und hier oben war das mit diesem Affenschädel, meine ich. Da ganz oben, ja. Weil ich Seil verließ, da kommt ein Kletterseil raus. So. Hier möchte ich gerne runter. Ha. Interessant. Ich frage mich, was man machen würde, hätte man keine Seilpfeile. Oder die würden dann ausgehen. Ich soll sein Gesicht fernbleiben, okay. Oh, da wird aber einer böse. So viel heiße Milch getrunken, wa? Oh! Hm, na, da muss man mal übervorsichtig nicht, aber... Ach, der klaut einfach so von der Seite. Und nächsten geklaut. Jungchen, ich hab schon, was ich will. Gucken wir mal, ob das jetzt nicht sogar diese beiden Edelsteine... Nein, das sind nicht die Edelsteine, die wir brauchen. Tatsächlich nicht. Aber mal gucken, was die so wert sind. Was wir hier gerade geklaut haben. 65 haben wir erst an Waren. Ja. Das reicht noch lange nicht. Nichts hier drin. Schade. Bloß, wo kann ich jetzt noch her? Ich muss doch erstmal gucken, wo ich jetzt. Was ich jetzt so mache. Weil ich war fest der Überzeugung, dass ja diese beiden Diamanten da waren. Bin ich jetzt schon eigentlich schon auf der höchsten Stufe? Oder geht's hier noch höher? Da oben sicher, da liegt ein Schatz drauf. Da müsste ich da mal. Ach, ich glaube, dafür habe ich diese Seilpfeile auch. Speichern wir mal ab. Liegt das nicht? Ich kann ja hier wieder laden, deswegen kann ich ruhig ein bisschen verballern. Aber nee, ist anscheinend nicht so. Komme ich nicht mit dem Seilfall hin. Mal gucken, ob er den Sprung überlebt, aber ich glaube nicht. Na, da ist eine Leiter. Da muss ich einfach nur runter, da kann ich da auch. Aber diese Edelsteine, die werden mir noch zu schaffen machen. Ob ich die so einfach finde. Das wird jetzt ordentliches Herumirren in dem Level. Komm, komm, komm. Ja. So, hier muss ich dann einmal raus, dann gehe ich einmal hinten rum. Ob ich nicht da sogar einen Blick in die Lösung wage, wo diese Edelsteine sind. Weil mir, ehrlich gesagt, dieses Herumirren im Rahmen eines Let's Plays, aber auch so ziemlich auf die Nerven gehen würde. Hier war's.
Aha, das war der, wo man so nicht reinkam. Oder? Ach doch. Hier ist die Leiter, da kann man hoch. So. Aha. Welche für Werte jetzt? Wie war das Wert? Immer 15 sind wir jetzt. Ha? Immer noch nicht die Welt. Nein. Geh schnell weg, weil da so ein Feuerball herkommt. Wie komme ich hier hoch? Da war ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Ob ich da mit einem Seilfall herkomme, wenn ich den von hier aus abfeuere? Speichern wir doch nochmal vorher. Nixen. Da müssen wir anders hin. Ich weiß es nicht mehr von gestern, ob ich hier oben schon mal war. Aha. Ich glaube, hier war ich noch nicht, aber ich speichere mal kurz, weil das sieht mir ein bisschen blöd zu springen aus. Aber schaffbar. Aha. Nee, hier war ich ja noch nicht. Das ist mal gut. Wieso haben wir den Gegner jetzt bloß eingesetzt? Die sind doch im Nahkampf relativ vielleicht zu besiegen. Aha, was ist das denn hier noch für eine... Ja, die ist nur eine blöde Fackel. Hm. Ja, spare ich aber auch nochmal. Kann mir mal jemand die Schnittpunkte zwischen mir und den Dingern ausrechnen? Sind hier alles geraden? Ja. Oh, ja, 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 ja. So ein Ding im Nacken ist schädlich. Ja, wir müssen hier relativ schnell einfach runter, würde ich sagen. Hier oben können wir auch nicht getroffen werden. Meine ich gesehen zu haben. Hier auch nicht. Aha, hier wird's gefährlich. Drauf und runter. Au, ey, was macht der denn?
Ja, ich speichere gerade mal, wenn ich da unten bin. Hey! Und ab und zu nervt die Steuerung ein bisschen. Ah. Ey! Sollte gar nicht springen, der Typ. Was macht er denn? Gar nicht gedrückt. Bleibt die Tastatur hier? So. Hä, wieso ist der da so kleinen Sturz kaputt? Ich glaube, das ist extra so programmiert, damit man ja auf die Klötze springt. Aber nicht von hier aus. Dumm. Ey, ah, jetzt habe ich es aber. Manchmal geht das so aus dem Handgelenk, aber manchmal muss man für den Sprung erst überlegen. Nur blöd, dass es dann so schnell gehen muss, wegen diesen Fliegedingern. Ha. Es geht jetzt aber so. Ah, es sieht mal ganz ordentlich aus hier. Die Blicke ist ja tot. Wenn die Blicke Wächter erreichen, ist der Tod geweiht. Aha, das habe ich mir irgendwie fast gedacht. Aber aus Fehlern lernt man. Und ich drehe die Dinger, ne? Ich glaube, ballern die alle. Das ist aber eine Scheiße. Da muss man erstmal gucken. Ah, der ballert auch. Die können alle ballern. Ich darf die nicht deren Blicke kreuzen. Scheiße. Ah, der kann nur in die Richtung ballern. Okay. Wenn ich jetzt gerade ausgehe, dann wird er nicht ballern. Aha. So schnell kann er nämlich nicht schießen. Okay, das wird jetzt etwas schwieriger. Aber man kann ja hier immer ein bisschen probieren. Okay, der würde in die Richtung gehen. Der würde aber nicht in die Richtung, oder? Oh, ah, da ist aber der noch. Hm. Oho. Ein bewaffneter Zombie. Das wird ein Battle. Aber finde ich geil, mal so ein geil, endlich mal wieder so einen menschenähnlichen Gegnern, endlich mal wieder einen geilen Schwertkampf. Das ist ein Zombie-Hammerit, aber nicht mit Hammer, sondern mit Schwert. So, den weiß ich, wie ich dich fertig mache, Junge. Jetzt gibt's auf den Sack. Na komm. Oh, der ist er verletzt. Oh, da geht aber ganz schön ran. Ey. Das ist ein geübter Schwertkämpfer, merke ich gerade. Na gut, ich habe auch nicht mehr viel. Ah ja, ein bisschen Heilung bräuchte ich mal. Ein Header.
kann ich ordentlich fallen in den Kopf kloppen. Und er sieht mich nicht, wenn es dunkel ist. Ah, der kommt immer näher. Ich glaube, diese Dinger schießen nicht, ne. Ah! Teleport? Ach, ist ja langweilig. Mehr ist ja auch nicht mehr, ne? Was haben wir denn hier für Schätze? Ach! Oh, 1715, das sieht aber gut aus. Ah, ich habe schon das Herz des Mystikers. Das war jetzt das Herz des Mystikers. Und jetzt brauchen wir doch die Seele des Mystikers. Und ich glaube, das wird dann nämlich zu unseren Schätzen dazugezählt. Und wenn wir dieses Gold-Scheißding auch noch haben, dann müssten wir genug gesammelt haben. Aber das müssen wir jetzt erstmal finden. Gifte da am Reden. Zeigt, wo ich hin muss. Scheiße. Marat aber bei ihm. Okay. Das hätten wir jetzt erledigt. Klang ja ganz ordentlich. So, eben speichern. Jetzt müsste ich nur wissen, wo ich jetzt noch hin muss. Fall auch runter. Ja, da waren wir. Das sind die Blitzdinger. Da sind wir gerade rüber gesprungen. Da waren wir ja auch. Da haben wir ja alles schon gesammelt. Nee, echt, das ist scheiße. Leute, Leute, Leute. Da war ich auch schon. Oder habe ich da eventuell was verpasst, weil er war Marat. Und Marat war auch irgendwie. Und Schild davor. Hier nochmal eben umgucken, ob ich hier vielleicht nicht doch was vergessen habe. Und hier dieser Egelstein lag. Obwohl, das wäre zu einfach. Hier geht man einfach nur rein. Oder ich gucke tatsächlich gleich in der Lösung. Also ich gucke jetzt mich hier noch ein bisschen um, aber nicht, dann gucke ich doch in der Lösung und da schäme ich mich auch gar nicht für. Ah, hier war auch schon. Hey, 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 hey. Ha. Pokal, da hätten wir schon mal noch was an. Bisschen Geld.
1740 sind wir. 2000 müssen wir. Mal drauf, da oben waren wir ja auch schon gucken, glaube ich. Ja, hier war auch nichts Besonderes, ne? Komisch. War einfach nur eine Falle anscheinend. Ein Bug. Hier kann man her und da kann man her, so. Alles schon abgegrast. Du siehst gar nicht gut aus, Felix. Ja, schön, da waren wir gerade. Ja, und die laufen immer im Kreis. Ja. Goldknochen. Müssen auch was wert sein. Oder ich. Nee, gar nichts Battle Goldknochen. Oder ich brauche die irgendwo für. Aber wofür könnte ich Goldknochen, ne? Vielleicht irgendwo in so ein einsetzen vielleicht diese Goldknochen. Weil die kann ich ja jetzt wie ein Gegenstand benutzen, oder? Nee. Werfen kann ich die. Vielleicht sind die irgendwelche Gegner allergisch gegen Gold oder so. Warum waren wir überall schon? Wo sollten wir sonst noch hin? Davor habe ich auch alles. Leute, ich sag euch was. Ich guck mal in die Lösung an. Tut mir leid, aber auf so dieses Rugi-Irre habe ich keine Lust. Ist mir dann doch ein wenig zu blöde. Seele des Mystikers. Speichern wir mal hier eben. Und ich würde sagen, bis gleich.